In diesem Video werde ich euch mal die beste Methode zeigen, in GTA 5 Online, wie ihr legal Geld verdienen könnt, also ohne Money Glitch, sondern 100% legal. Das hier ist wirklich mit Abstand die beste legale Methode, die es gibt, denn mit dieser Methode könnt ihr bis zu 35.000 GTA-Dollar pro Minute verdienen und das Ganze funktioniert für alle Plattformen, also egal worauf ihr spielt, jeder von euch kann das Ganze nachmachen, PS4, PS5, Xbox und PC, und außerdem braucht ihr hierfür auch keinen Freund oder sonstiges, sondern ihr könnt das Ganze auch machen, wenn ihr alleine spielt, also das Ganze ist zusätzlich 100% solo. Falls ihr weitere solche Methoden sehen wollt, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Video. Kurze Information, aber bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich jetzt noch für euch, und zwar habe ich zurzeit für euch extra für dieses Video noch eine Verlosung am Start, und zwar verlose ich insgesamt dreimal 100 Millionen GTA-Dollar, also drei Leute von euch können 100 Millionen GTA-Dollar für ihren eigenen GTA-Charakter gewinnen. Und wie das Ganze geht, ist ganz einfach, und zwar funktioniert das Ganze mit einem Money Boost. Ich verlose nämlich drei Money Boost mit 100 Millionen GTA-Dollar in diesem Video, und wenn ihr einen Money Booster mit 100 Millionen Dollar gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier abonnieren, die Glocke aktivieren, diesem Video ein Like geben und ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben, zusätzlich mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. So einfach könnt ihr schon einen Money Boost gewinnen. Für so einen Money Boost könnt ihr auch nicht gebannt werden, weil so welche Money Boost, dafür kann man nicht gebannt werden. Falls ihr euch aber so einen Money Boost selber kaufen wollt, habe ich da für euch einen Partner am Start, und zwar Loot4Games. Loot4Games verkauft nämlich deutschlandweit die günstigsten Money Booster in GTA 5 Online für alle Plattformen. Die Seite von Loot4Games seht ihr gerade im Hintergrund, und den Link zu Loot4Games findet ihr, allererster Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt hier sehen, ihr könnt hier einfach mal GTA auswählen, und dann könnt ihr hier schon sehen, ihr könnt für PS4, PS5, Xbox oder PC Money Booster auswählen. Ihr könnt hier sehen, es gibt hier schon zum Beispiel 10 Millionen GTA-Dollar ab 20 Euro, was wirklich ein sehr günstiger Preis ist. Also falls ihr da Interesse habt, checkt das Ganze auf jeden Fall mal ab, falls ihr noch günstig Geld in GTA Online kaufen wollt. Allererster Link in der Videobeschreibung mit dem Rabattcode KAYSER. Spart ihr nochmal zusätzlich 25%, und ich würde sagen, jetzt fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. So, und zwar, um diese ganze Methode machen zu können, braucht ihr eigentlich nur zwei Sachen. Und zwar braucht ihr, um diese Methode machen zu können, einfach einmal eine Garage. Was für eine Garage ist hierbei komplett egal für die Leute, die nicht wissen, wo kann man eine Garage kaufen. Dazu geht ihr einmal mal auf Internet, dann geht ihr einmal auf Dynasty 8 und dann geht ihr einmal auf verfügbare Immobilienanzeigen, und hier könnt ihr euch theoretisch eine Immobilie kaufen bzw. eine Garage kaufen, falls ihr keine habt. Falls ihr aber schon eine Garage habt, könnt ihr ohne Probleme diese Garage nehmen, die ihr bereits habt. Also das ist überhaupt gar kein Problem, die könnt ihr einfach nehmen. Und sobald ihr jetzt hier eine Garage habt, müsst ihr einfach einmal da reinlaufen bzw. euch einmal dahin begeben. Ich nehme jetzt einfach einmal diese Garage hier. Es ist aber, wie gesagt, komplett egal, ob es eine 2er, 6er oder 10er Garage ist. Da könnt ihr wirklich die nehmen, die ihr wollt. Und dann lauft ihr da jetzt einfach einmal rein, so wie ich es auch mache. Und jetzt als zweiten Schritt braucht ihr noch ein bestimmtes Auto. Dieses Auto müsst ihr aber nicht unbedingt kaufen, sondern dieses Auto könnt ihr auch auf der Straße finden. Und zwar ist es dieses Auto hier. Und zwar ist es der Vapid Sentinel XS. Den werde ich euch jetzt einmal hier zeigen. Dazu geht ihr einmal auf Source San Andreas Super Autos. Und dann geht ihr ein bisschen runter. Dann werdet ihr den hier auch sehen. Der kostet 65.000 GTA-Dollar. Aber ihr könnt den auch auf der Straße finden. Ich denke mal, den hat jeder von euch schon mal gesehen. Der fährt überall in der Innenstadt von Los Santos rum. Den könnt ihr euch theoretisch auch klauen, falls ihr das ganze Geld nicht habt, um den zu kaufen. In der Zwischenzeit, wo ich es euch gerade zeige, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal diesem Video ein Like da lassen und auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Damit unterstützt ihr auf jeden Fall den Kanal und verpasst keine weiteren GTA Online Geldmethoden. Deswegen auf jeden Fall Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So. Und dieses Auto braucht ihr jetzt hier einmal, Übermacht Sentinel XS, den seht ihr hier einmal, und sobald ihr jetzt dieses Auto in eure Garage reingestellt habt, könnt ihr jetzt direkt schon anfangen. Und zwar geht ihr jetzt ins Auto rein, drückt einmal die Options-Taste, geht einmal auf Online, auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, dann geht ihr einmal runter auf Missionen und jetzt startet ihr einmal die Mission Ein Job für einen Titan. Also nochmal kurz zusammengefasst, das Ganze hier ist 100% legal. Ihr könnt hierfür nicht gebannt werden, ihr könnt auch nicht zurückgesetzt werden, sondern das Ganze, dieser Trick ist von Rockstar Games selbst ermöglicht. Das ist kein Glitch oder sonstiges, sondern wie gesagt 100%ig legal. Sobald ihr jetzt in der Mission angekommen seid, könnt ihr es direkt starten. Ihr müsst hier auch nichts umschalten oder sonstiges. Und jetzt steigt ihr erstmal einfach hier in das ganze Auto ein, genauso wie ich auch. So, und zwar müsst ihr jetzt einfach einmal genau das gleiche machen wie ich auch, damit das ganze, dieser ganze Trick bzw. diese ganze Methode bei euch auch funktionieren wird. Und zwar müsst ihr jetzt das Auto einmal nehmen und jetzt fahrt ihr, egal wo ihr seid, fahrt ihr jetzt einfach mal mit eurem Auto genau zu dieser Position hier hin. Ihr fahrt hier einmal hin mit eurem Auto, mit dem
Sentinel XS fahrt hier einmal hin, genauso wo ich jetzt auch bin. Und jetzt, wenn ihr hier angekommen seid, müsst ihr einmal genau den gleichen Weg fahren wie ich auch. Ihr könnt im Hintergrund gerade sehen, welchen Weg ich fahre. Und hier müsst ihr wirklich den gleichen Weg fahren wie ich auch. Da fahrt ihr mir jetzt einfach einmal nach, denn wir müssen jetzt zu einer bestimmten Position hinfahren. Und bei dieser bestimmten Position wird ein Ereignis kommen, bei dem wir richtig viel Geld kriegen. Und das Ganze, wie gesagt, 100% legal. Ich kann es nur nochmal betonen. Und falls ihr weitere Videos sehen wollt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Schreibt einfach mal Teil 2 in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, ob ihr noch einen Teil 2 wollt, wo ihr noch mehr Geld verdienen könnt. Und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Da kann ich auf jeden Fall versuchen, einmal die Woche für euch so eine Methode hochzuladen. Aber jetzt, wie gesagt, konzentriert euch drauf, fahrt wirklich den gleichen Weg wie ich auch. Und sobald ihr jetzt hier in der Kreuzung angekommen seid, schwenkt eure Kamera am besten so ein bisschen nach links, genauso wie ich es auch mache, und fahrt dann ein bisschen langsamer. Jetzt werdet ihr nämlich sehen, es wird hier gleich ein voll aufgetuntes Auto spawnen. Ihr könnt es jetzt hier vorne sehen. Hier spawnt jetzt ein voll aufgetuntes Auto. Ihr seht es jetzt hier, zack. Und es gibt drei verschiedene Varianten von diesem Autos. Einmal ein gelbes. Das gelbe Auto ist 25.000 wert. Also es gibt ein gelbes Auto, das könnt ihr für 25.000 verkaufen. Dann gibt es dieses Auto hier, das könnt ihr für 35.000 verkaufen. Und dann gibt es noch ein rotes Auto, das könnt ihr für 45.000 GTA-Dollar verkaufen. Und ihr könnt diese Autos immer und immer wieder finden. Also ihr müsst jetzt einfach nur dieses Auto nehmen hier. Das Auto, was ihr gerade gefunden habt, das getunte Auto, nehmt ihr jetzt. Stellt es in eure Garage rein und dann könnt ihr wieder dahin fahren. Dann wird wieder so ein Auto spawnen, also dann wird wieder ein getuntes Auto spawnen. Da könnt ihr damit wieder in eure Garage fahren und somit könnt ihr theoretisch eure komplette Garage vollklatschen mit diesen Autos und die könnt ihr danach, nach der Mission, immer und wieder verkaufen für das ganze Geld halt. Also somit könnt ihr halt pro Minute bis zu 35.000 GTA-Dollar machen. Also es ist wirklich mega einfach. Jetzt könnt ihr das Auto hier einfach in die Garage stellen und jetzt geht ihr einfach ins Auto rein, wenn ihr jetzt keine Lust mehr habt, beziehungsweise wenn ihr das Auto jetzt verkaufen wollt, steigt ihr einfach ins Auto ein, dann holt ihr einmal euer Handy raus und geht hier einmal genauso wie ich auch auf Mission verlassen. Also hier einmal Jobliste und dann verlasst ihr einfach einmal die Mission. Dann solltet ihr jetzt sehen, dass ihr jetzt hier wieder in GTA Online spawnen werdet. Aber ihr werdet jetzt halt nicht in eurer Garage spawnen, sondern ihr werdet irgendwo außerhalb von eurer Garage spawnen. Jetzt müsst ihr einfach euch nur irgendein Auto holen und mit dem Auto fahrt ihr dann zu eurer Garage hin. Und da werdet ihr sehen, das Auto wird in eurer Garage drinstehen und ihr könnt es verkaufen. Diesen Glitch könnt ihr jetzt, beziehungsweise es ist ja gar kein Glitch, es ist ja komplett legal. Ihr könnt hierfür nicht gebannt werden oder sonstiges. Es ist eine legale Geldmethode von Rockstar Games. Ist das Ganze so gewollt, dass dieses Auto das spawnt, das ist von Rockstar Games so festgelegt und so gewollt, deswegen könnt ihr hiervor auch nicht gebannt werden und das Ganze ist eine komplett legale Methode, um unendlich viel Geld zu verdienen. Und zum Thema legale Methode, Loot4Games ist übrigens auch legal, für Loot4Games könnt ihr auch nicht gebannt werden, das heißt, falls ihr noch mehrere Millionen GTA-Dollar braucht in GTA Online, checkt auf jeden Fall meinen Partner Loot4Games ab, allererster Link in der Videobeschreibung für die besten Money Booster in GTA 5 Online. Und jetzt werdet ihr schon sehen, sobald ihr jetzt hier in die Garage reinlauft, könnt ihr sehen, zack, hier wird das ganze Auto drin sein. Jetzt könnt ihr das Auto einfach nehmen und zum nächstgelegenen Los Santos Customs hinfahren. Und da könnt ihr das ganze Auto halt für den Preis verkaufen. Ich kann es jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Das gelbe Auto könnt ihr für 25.000 verkaufen. Das Auto hier könnt ihr für 35.000 GTA-Dollar verkaufen. Und das rote Auto könnt ihr für 45.000 GTA-Dollar verkaufen. Also könntet ihr theoretisch, wenn ihr immer nur das rote Auto findet, bis zu 45.000 GTA-Dollar pro Minute verdienen. Ihr könnt sehen, ihr fahrt jetzt hier einfach einmal rein. Und jetzt könnt ihr das Auto ohne Probleme verkaufen. Ich würde sagen, es war's schon mit dem Video. Teilt es auf jeden Fall an alle eure Freunde, die vielleicht auch legal Geld verdienen wollen in GTA Online. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke für weitere Videos. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.